Es ist Montag, sagenhafte 13 Grad Celsius und das im Dezember. TZ nutzt das traumhafte Wetter, um die sympathische Fußballerin Viktoria Schnaderbeck aus Österreich auf dem Christkindlmarkt am Marienplatz näher kennenzulernen. Die Österreicherin steht beim FC Bayern seit 2007 in der zweiten und seit 2010 in der ersten Mannschaft unter Vertrag. Außerdem für Österreich in der Nationalmannschaft. Sportlich lief es für Viktoria zuletzt überragend, trotz ihrer Knieoperation im Mai, von der sie sich schnell erholte und an ihre gewohnte Leistung wieder anknüpfen konnte. Genau, im Mai hatte ich die OP, bin dann letztendlich Anfang August wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen und es läuft seitdem eigentlich überragend, also besser vielleicht als erwartet, weil ich keine Rückschläge hinnehmen musste und ich eigentlich auch sofort in die Mannschaft gerutscht bin oder gekommen bin, habe bisher eigentlich alle Spiele absolviert, also sowohl persönlich eben als auch mit der Mannschaft läuft es im Moment sehr gut. Also das kann ich schon sehr gut schätzen, dass es so läuft und ich ja gesund bin. Aktuell sind wir auf sehr guten Wege, das heißt, wollen wir da natürlich auch dranbleiben und da werden in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr natürlich stehen da extrem interessante Spiele an und da wollen wir natürlich diesmal echt was reißen und das ist das Ziel von uns allen in Österreich und auch mit dem Verein wollen wir einfach da dranbleiben, wo wir jetzt sind und dann werden wir, wenn wir das so weitermachen, am Ende sicher dafür belohnt werden, aber wie gesagt, wenn wir wieder hier stehen könnten am Rathausbalkon, hätte wahrscheinlich keiner was dagegen. Die 24-Jährige wohnt seit mittlerweile 8 Jahren in München und fühlt sich... Ja, sehr wohl. Also ich bin mittlerweile ja schon 8 Jahre hier und ich würde schon behaupten, dass München ein Stück weit meine Heimat ist. Obwohl natürlich, wenn ich sage, ich fahre nach Hause, ich fahre heim, dann ist es schon noch Österreich. Aber hier habe ich einfach mein Umfeld und egal, ob das die Freunde sind, ob das der Sport ist, ob das mein Studium ist, mein Abi, das ich hier gemacht habe, auch die Mentalität sehr ähnlich zu Österreich. Ja, da habe ich eigentlich sehr viel und deswegen fühle ich mich auch sehr wohl. Also mir gefällt die Stadt selber auch sehr gut und ich komme daheim auch vom Land, also mitten vom Land und da ist natürlich der Kontrast eigentlich auch ganz schön und ja, ich mag beide Seiten, aber fühle mich hier eben mittlerweile schon echt sehr wohl und auch da ein Stück weit daheim. Ganz so groß wie bei den Männern des FC Bayern ist der Hype um ihre Person nicht, aber das scheint sie auch ein Stück weit zu genießen. So wie bei den Männern ist es eigentlich bei uns nicht und man wird ab und zu angesprochen und auch mal in der Stadt, aber das ist bei uns eigentlich noch relativ anonym, worüber ich eigentlich sehr froh bin, dass es so ist. Ich beneide die Profis da nicht drum, also die Männer. Und die können, glaube ich, nicht mit dem Fahrrad kommen. Eben, also die müssen dann alle 2 Minuten kurz Halt machen, wahrscheinlich noch öfter. Nee, das ist ja auch das Schöne, dass man einfach seine Privatsphäre noch hat und trotzdem kann man irgendwie relativ erfolgreich sein auf dem Niveau und ja, deswegen ist es schon gut, wie es ist. Auf dem Wunschzettel steht mit Sicherheit die Meisterschaft mit den Bayern, aber zu diesem Thema gibt sich die Wahlmünchnerin angenehm bescheiden. Dieses Thema können wir erstmal beiseite schieben, weil wir haben jetzt Dezember 2015 und bis Mai 2016 ist schon noch ein Stück und sind noch ein paar Spiele zu spielen. Ja, deswegen reden wir da vielleicht in ein paar Monaten nochmal.